Brüssel. Hier wimmelt es von europäischen Behörden. Diese ist neu. Es ist die übernationale Vereinigung der Sicherheitsorgane der europäischen Staaten. Europol. Die Unterwelt kennt längst keine Grenzen mehr. Und entwickelt ständig neue Methoden. Leider. So kommt es immer wieder zu Verbrechen, gegen die die üblichen Methoden der Polizei nicht die rechten Mittel sind. Für solche Fälle hat sich Europol nicht gerade alltägliche Mitarbeiter herangezogen. Unkonventionelle Mitarbeiter mit unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel uns. Biggie. Conny. Und unser Boss ist eine Dame. Sie heißt Sir. S wie Sicherheit. I wie Information. R wie Recht. Konsul Mombert. Er war Aufsichtsratsvorsitzender im Bankhaus Mombert und Rettwitz. Er besaß die Aktienmehrheit. Der Täter Lothar Schenk. Er war Generaldirektor des Bankhauses. Durch seine Mutter, eine geborene Rettwitz, im Besitz eines ansehnlichen Aktienpaketes. Livia Schenk, geborene Mombert. Die Tochter des Opfers und die Frau des Täters. Alleinige Erbin des Opfers. Wenn Schenk für unzurechnungsfähig erklärt wird, wird sie die Verwalterin und Nutznießerin seines Vermögens. Nun? Was spricht dafür, dass Schenk für unzurechnungsfähig erklärt wird? So ziemlich alles. Es gibt kein Motiv für die Tat, keine Erklärung. Er hat einen Nervenzusammenbruch. Er hat wie unter einem unerklärlichen Zwang gehandelt. Das ist kein Fall für die Gerichte, sondern für den Psychiater. Auch diesmal. Diesmal? Ja, es ist bereits der 6. Fall in einer mysteriösen Serie. Das Opfer ist immer ein Mann in einer bedeutenden Position. Und der Täter ist immer ein Mensch, der ihm nahesteht. Ein Partner oder möglicher Nachfolger. Und bei keinem der Täter gab es ein Motiv, eine Erklärung? Bei keinem. Allen musste für die Zeit der Tat Unzurechnungsfähigkeit zugebilligt werden. Wer waren die Nutznießer? Das ist interessant. In allen 6 Fällen waren die Nutznießer Frauen. Und keiner konnte eine Mittäterschaft nachgewiesen werden. Und seid überzeugt, die Untersuchungen waren gründlich. Schlussfolgerung? Eine Verschwörung der Frauen, die Männer zu entmachten. Ich bin ja ganz gerne, aber das ist wohl ein bisschen zu absurd. Richtig. Aber nehmen wir einmal an, es gäbe eine solche Verschwörung. Was müsste man dann tun? Man müsste nach einer Verbindung zwischen den Nutznießern suchen, dem Mann im Hintergrund. Genau. Conny? Sollte Livia Schenk darauf bestehen, die Position ihres Vaters oder die ihres Mannes in der Bank einzunehmen, dann sollte man sie dazu überreden, zu verzichten. Warum? Vielleicht könnte man auf diese Weise den Mann im Hintergrund aus der Reserve locken. Kommen Sie bitte hier heraus. WOAFF. Würden Sie mir bitte sagen, was das heißen soll? Weltorganisation aller fortschrittlichen Frauen. Ah ja, falls Sie mich für diese Organisation werben wollen, muss ich Sie enttäuschen. Ich habe im Moment andere Sorgen. Das wissen wir und deshalb möchten wir Ihnen helfen. Auf Sie wartet doch eine große Verantwortung. Ja, welche? Nun, Ihre Aufgabe im Bankhaus Mombert und Rechtwitz. Ja, meine Aufgabe im Bankhaus. Würden Sie mir sagen, wie Sie mir dabei helfen wollen? Bitte schön. Danke. Wir wissen, dass es für Sie nicht leicht sein wird, sich in der Position, die Ihnen zusteht, zu behaupten. Glauben Sie? Wir leben in einer von Männern für Männer eingerichteten Welt. Glauben Sie, die Herren Ihres Hauses sehen gern eine Frau über sich? Das interessiert mich nicht. Wie wollen Sie mir helfen? Fachlich und vor allem moralisch. Sie sollten zu Ihrer Unterstützung jemanden von uns bei sich einstellen. Als Direktionsassistentin zum Beispiel. Sie zum Beispiel? Ja. Schade. Eigentlich fand ich Sie sofort sympathisch, aber es mag rückständig klingen. Ich mag keine emanzipierten Frauen. Ich auch nicht. Aber den Generaldirektor können wir ja kaum verweigern bei den Mehrheitsverhältnissen. Vielleicht doch. So? Ich habe die Erklärung von einigen leitenden Herren, dass sie in dem Falle das Haus verlassen würden. Ich halte diese Verständigungstermin oder wie wir sie das nennen wollen,
vor der Wahl für überflüssig. Ich nicht. Wir sind unserem verehrten Freund schuldig, seiner Tochter eine Chance zu geben. Eine Chance? Wozu? Einsichtig zu sein. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich Sie warten ließ. Darf ich bekannt machen, Fräulein Dr. Fortmann, eine Freundin und Vertraute? Guten Tag. Sie haben doch nichts dagegen, dass sie an unserem Gespräch teilnimmt. Natürlich nicht. Mein Name ist Becker. Albrecht. Kelly. Fleischer. Winter. Liebe verehrte gnädige Frau, Sie wissen, wie sehr wir Sie schätzen als Mensch. Sie wissen, welche Verpflichtung uns das Andenken an Ihren verehrten Herrn Vater bedeutet. Ich möchte keine schmerzlichen Wunden aufrühren. Das müssen Sie auch nicht. Ich hoffe, es lindert Ihren Schmerz, wenn ich Ihnen sage, dass ich nicht gewillt bin, in der Bank tätig zu werden. In keiner Position. Sie will also keine Position in der Bank einnehmen. Wir werden sehen, ob Ihr Wille da so entscheidend ist. Ihr Entschluss ist, glaube ich, wesentlich auf den Einfluss von diesem Fräulein Dr. Fortmann zurückzuführen. Der so plötzlich aufgetauchten Freundin. Ist möglich. Aber wir wollen jetzt nicht über die Einflüsse anderer Leute meditieren. An die Arbeit, Helga, morgen ist die Wahl. Antenne steht. Danke. Freiheit, meine Norden? Brüder und Schwestern. Sendeautomatik an. Was bedeutet uns denn Freiheit? Jetzt senden. Nutzen wir sie aber. Danke, das genügt, das ist das andere Programm. Magst du noch was sagen? Nein, danke. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What the myth? Was machst du da? Denkst du, ich warte, bis die Polizei kommt? Wir müssen deinen Schrank doch noch holen. Ist doch Quatsch, Kalle. Seh dich an. So, senken bitte. So, jetzt den anderen Kanal. Livia Schenk. Livia Schenk. Livia Schenk. Dr. Becker. Livia Schenk. Das verstehe ich, Wilhelm. Wir waren uns doch einig. War die Wahl nicht korrekt, meine Herren? Also, 4-1 für Frau Schenk. Gnädige Frau, darf ich bitten? Wir haben Sie zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. In der Politik sagt man wohl mit überwältigender Mehrheit. Ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme an. Ich begreife das einfach nicht. Sie hat doch gesagt, dass sie nicht will. Und das hat sie nicht nur so gesagt. Sie muss unter einem Zwang gestanden haben. Den Zwang kenne ich. Wer hat, der will noch mehr haben. Ach, wir Armen. Goethe, deine Bildung in Ehren, BG, aber das könnte es sein. Zwang. Und die Aufsichtsräte, haben die auch unter Zwang gestanden? Ich möchte Livia Schenk einem Test unterziehen. Ich glaube, mein alter Freund Herbert würde seine Praxis zur Verfügung stellen, ohne viel Fragen zu stellen. Herbert, ist das nicht der Spezialist für Leute mit einer Meise? Das liebe ich so an dir, Biggie. Deine volkstümliche Ausdrucksweise. Danke. Meinst du, dass du sie überreden kannst? Dazu braucht man nicht viel Überredung. Sie ist so durcheinander, sie wird sich allem unterziehen, was ihr helfen kann. Was haben Sie abends gemacht? Und sagen Sie es noch einmal ganz genau. Ich habe fern gesehen. Endlos. Ich habe Angst davor, ins Bett zu gehen. Ich kann ja doch nicht schlafen. Und was haben Sie gesehen? Al Capone im deutschen Wald. Ich mag Krimis im Fernsehen eigentlich nicht. Und wie hat Ihnen Al Capone gefallen?
Ich weiß nicht, diese jungen Burschen. Glaubst du, ich warte, bis die Polizei kommt? Wahl annehmen. Wir müssen noch den Schrank noch holen. Wahl annehmen. Ich hau jetzt ab. Ich gehe nach Hause. Dann lege ich dich um. Wahl annehmen. Wahl annehmen. Was habe ich da eben gesagt? Wahl annehmen? Nein, nicht nachdenken. Nun machen Sie die Augen wieder zu. Denken Sie nur an Al Capone. Und wie ging es weiter? Ist dir der Name Dr. Zander ein Begriff? Frau Dr. Zander, das ist doch diese Intelligenzbestie, Physikerin oder sowas ähnliches. Tja, noch eine ganze Menge Ähnliches. Ich habe einen Artikel von ihr gelesen über unterschwellige Beeinflussung. Das ist ein sehr interessantes Thema. Man hat in den USA damit Versuche angestellt, mit Film und Fernsehen. Ich muss den Artikel noch mal lesen. Warum gehen Sie nicht gleich an die Quelle? Du meinst, die Zander konsultieren? Mhm. Gar keine schlechte Idee. Sieh dir doch das Institut mal an. Der Duft, der unwiderstehlich macht. Trink Trillo. Trink Trillo. Liebt euch. Was Bestimmtes? Ach, Verzeihung, ist das hier das Institut von Frau Dr. Zander? Frau Dr. Zander arbeitet noch. Kann ich Ihnen vielleicht eine Auskunft geben? Ich bin eine glühende Verehrerin von Frau Dr. Zander. Das wird Sie freuen. Guten Abend, mein Name ist... Au! Das sagen Sie am besten selber. Und au! Wenn ich etwas hasse, dann ist es Gewalt. Ja, ich habe verstanden. Auf Amazonas hören. Selbstverständlich gebe ich sofort die Anweisung. Natürlich geht das niemanden etwas an. Ja, auf Amazonas hören. Ganz recht. Auf Amazonas hören. Es funktioniert. Genauer gesagt, sie funktioniert. Natürlich weiß sie nicht, warum. Dass man Menschen so programmieren kann? Skrupel? 5 Millionen. Auf ein Schweizer Nummernkonto. Haben Sie etwas daran auszusetzen? Ich finde es nur etwas ungewöhnlich. Ich kenne Ihre Gründe nicht, aber vielleicht... Danke Ihnen. Und ich verlasse mich auf Ihre Diskretion. Selbstverständlich. Sie haben vergessen, die Sprechanlage auszuschalten. Ich muss Ihnen mitteilen, ob ich wollte oder nicht. Darf ich fragen, warum Sie diesen nicht gerade kleinen Betrag überweisen lassen? Nein, das dürfen Sie nicht. Oder stehe ich unter Ihrer Vormundschaft? Aber Livia, was ist denn los? Sie wissen doch, dass ich Ihnen helfen möchte. Sie waren sich nach dem Test mit uns doch einig, dass wir Sie vor diesen Einflüssen nur schützen können, wenn Sie völlig offen sind. Alles sagen, so unwichtig es Ihnen auch vorkommen mag. Ja, Sie haben recht. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich kann einfach nicht mehr. Alles zerrt an mir herum. Quälen Sie sich nicht.
Livia, was heißt das, auf Amazonas hören? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Jedenfalls wissen wir eins. Die Zander gibt ihr Befehle, denen sie willenlos gehorcht. Gehorchen muss. Wissen und Beweisen sind zweierlei. Wenn die Zander wirklich so eine Intelligenzbestie ist, dann... Wir müssten Beweise finden, dass sie auch in den vorherigen 6 Fällen die treibende Kraft war. Ungeheuer ordentlich, die Dame. Professor Horst Teschner, Max-Planck-Institut Berlin. Professor Dr. Dr. Grit Jarlsen, Akademie der Wissenschaften Uppsala. Aus dem erlauchten Kreis halte ich mich lieber raus. Also entweder klemmt der Kasten oder... Biggie, komm mal her. Das... Guck dir das mal an, das ist komisch. Wieso? Moment mal, hier ist eine Feder. Tja, eine Kartei in der Kartei. Sicher nicht für jeden gedacht, also genau das Richtige für uns. Krippschner Werke, Jahresumsatz 95 Millionen. Alleinen habe Dr. H.C. Herbert Krippschner, Generalbevollmächtigter Klaus Welker, Erbin Marina Eckhoff, Nichte Diplom-Volkswirtin. Wie finde ich denn das? Hier steht ja auch deine Banklady, die Schenk. Mensch, wenn das kein Ei ist. So kann man es nennen. Aber ich habe es ganz gewiss nicht für Sie da versteckt. Darf ich fragen, in wessen Auftrag Sie meine Unterlagen durchstöben? Das ist die von neulich. Und die andere? Das ist das liebe Fräulein Dr. Fortmann. Ich habe es mir fast gedacht. Nun? Was hat Ihnen meine kleine Kartei verraten? Dass Sie Konsul Mombert auf dem Gewissen haben und nicht nur ihn. Ach. Und wie soll ich das Ihrer Meinung nach gemacht haben? Mit Zauberei vielleicht? Das muss ja nicht unbedingt Zauberei sein. Technik plus Psychologie. Unterschwellige Beeinflussung. Gar nicht dumm. Auch Ihre Neugier weiß ich zu schätzen. Neugier ist eine der Wurzeln der Wissenschaft. Nur ist sie manchmal gefährlich. Lebensgefährlich. Ich habe Sie nicht gebeten, hier zu kommen, aber ich kann Sie nicht wieder gehen lassen. Sie würden meine Pläne gefährden. Schöne Pläne, die sich nur durch Mord verwirklichen lassen. Mord? Das war ein hässliches Wort. Ich korrigiere doch nur eine ungerechte Ordnung. Ich verschaffe den Frauen die Positionen, die ihnen von den Männern vorenthalten werden, obwohl sie die Fähigkeit und das Können dafür haben. Und die Millionen, die Sie sich in die Schweiz überweisen lassen, das ist so eine kleine Beigabe, die Sie sicher höchst ungern in Kauf nehmen. Aber ganz im Gegenteil, ich brauche sie dringend. Allerdings nicht für mich. Wenn wir uns unter anderen Voraussetzungen begegnet wären, hätte ich vielleicht sogar einen Teil in Sie investiert. Schade. Bitte? Sie sind doch nicht ganz dicht, weil Sie spinnen. Sie. Sollen wir dran glauben? Sie haben eine erfrischend volkstümliche Ausdrucksweise. Na und? Ich glaube von Ihrem ganzen Pipapo kein Wort. Unterschwellige Beeinflussung, so ein Blödsinn. Ja, mit dem Blödsinn werden Sie täglich konfrontiert. Wenn Sie Parfum oder Zigaretten oder Strümpfe kaufen, glauben Sie, das ist Ihre freie Wahl? Ach, und ob? Lass doch, Biggie, es hat keinen Zweck. Was hat keinen Zweck? Mir beizubringen, wie sträflich ahnungslos Ihre Freundin ist. Kommen Sie mit. Ich werde Ihnen zeigen, wie ich arbeite und meine Wirkungen erziele. Da bin ich aber gespannt. Ja, das dürfen Sie auch sein. Fast bedauere ich, dass es wohl die letzte Erfahrung Ihres Lebens sein wird. Ah! Helga! Ich bleib ungern etwas schuldig. Darf ich bitte? Also sagt, was er wollte. Ich bin gegen diese Investition in Uganda. Na komm, Kind, das ist nun wirklich mein Ressort. Ich rede dir in deine Personalangelegenheiten ja schließlich auch nicht rein. Und ich bin prinzipiell dagegen. Ich meine, gegen geschäftliche Diskussionen nach Feierabend. Könnt ihr denn nicht mal abschalten? Typisch männlich. Wenn es unbequem wird, schaltet ihr ab oder das Ding da an. Hat wohl keiner was dagegen, wenn ich schlafen gehe. Träumen Sie, Schwesterlein. Ich werde mich bemühen. Fertig? Senden, bitte. Jetzt den anderen Kanal. Ja. Sie können so genau hinschauen, wie Sie wollen, meine Damen. Sie werden nur die ganz normalen Fernsehprogramme ablaufen sehen. Ich schicke meine Befehle so schnell, dass das menschliche Auge sie nicht mehr bewusst wahrnimmt. Trotzdem, bitte stehen bleiben. Trotzdem dringen Sie ins Unterbewusstsein und beeinflussen die Zielpersonen unterschwellig. Honey, bitte noch mal den ersten Kanal. Thank you.
Sie können mich doch nicht einfach schneiden. Sind Sie betrunken? Ich? Wer hat denn hier wen angefahren? Bitte fahren Sie weiter. Was ist los? Was ist passiert? Ein Kratzer. Na ja, sie fährt einfach links an mir vorbei und schneidet mir den Weg ab. Nun, ich denke doch, wir sind alt genug, um uns unter uns zu einigen, oder? Was heißt die einigen? Sehen Sie sich doch meinen Wagen an. Nun, ich bin gern bereit, Ihnen schriftlich zu geben, dass wir schuld sind, obwohl... lassen wir das. Nein, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich rufe die Polizei. Ehe die Polizei nicht hier ist, rühren wir uns nicht von der Stelle. Bleiben Sie stehen. Leute hinter meinem Rücken machen mich nervös. Trick 17? So, und jetzt möchte ich sehen, was Sie so mitten in der Nacht spazieren fahren. Das war höchste Eisenbahn. Danke, sagen wir später. Dürfen wir den Wagen nehmen? Sie müssten sich mit der Dame eigentlich prächtig verstehen. Sie haben die gleichen Ansichten, nur die Methoden sind verschieden. Würden Sie bitte einsteigen? Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie zu fahren. So, und jetzt die Türen zu. Sie uns denn gefunden, Sir? Europol hat die Münchner Polizei veranlasst, einen bestimmten Möbelwagen festzustellen. Und das ist ja auch gelungen. Ach, so einen Sender wie die Zander müsste man haben. Ja, was würdest du denn damit machen, Vicky? Na, Ihnen zum Beispiel unsere längst fällige Gehaltserhöhung einspielen. Vicky, du weißt doch, dass ich nur das Fernsehen einschalte, wenn ich schlafen will. Ach, scheiße. Und du, Conny? Was würdest du mir einspielen? Oh, nichts, Sir. Ich finde, unser Team ist eingespielt genug. Oh.